Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und crackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf Cynic vs. Mudo. Ich freue mich darauf zu reagieren und ich bin gespannt, wie oft Mudo seinen Namen heute buchstabieren wird. Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. In dieser Stadt. Alle Hände in die Luft. Alle Hände. Alles klar, ja. Yeah. Ey, ey, ey. Okay. Ey, du Hurensohn. Ups, das war mein Tourette-Syndrom. Halt lieber die Fresse oder ich werde Bon Taggy holen. Halt mal bitte jetzt dein Maul mit deinem Rass, dass ich sofort so aus, genau wie eine Frau. Ich meine, guck ihn an. Mann, der labert nur Schutt. Ich meine, der ist so, da geht sogar die Kamera kaputt. Digga, hört die Backen, Alter. Also, was Junge, willst du hier sagen? Gib. Er hatte noch zwei. Oh, okay. Krass. Dass das ein Zynic passiert, so, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet, heftig. Digga. So. Ja. Ey, ich hatte noch zwei, weil ich hier das raushole. Lern mal zählen, geh mal zurück in deine Baumschule. Junge, wie sieht's aus? Das war. Oh. Digga, wie alter, wie lost. Beide sogar. So. Und Shane, Digga, laber nichts von Schule, Alter. Was willst du hier sagen? Hol doch Bon Taggy, Alter. Ich hab den doch schon mal geschlagen. Also halt die Fresse. Ja, ja, ja. Aber, ey, ich scheiß auf den Fettsack. Der war richtig mies. Aber erstmal, rest in peace an die Opfer in Paris. Ja, Mann, aber trotzdem geh schellen. Denn ich hab keinen Respekt vor den Opfern in Köln. Rest in peace an die Pariser Opfer. Digga, war das. Das war doch diese WM-Zeit oder so. Das oder war EM-Zeit. 2015, ich weiß ja, nicht. Ja, aber da war doch in Paris irgend so ein Anschlag. Ja, stimmt. War das nicht auf Charlie Hebdo? Hebdo? Auf diese Zeitung? Auf die Zeitschrift? War das da? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwo, da lief irgend so ein Fußballspiel und... Ja? Irgendwas irgendwo am Stadion war da so. Ja. Freunde, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich denke mal, YouTube wird es eh sperren, ne? Wenn die es reinschreiben. Ja, die können es ja so... Ja, so. Okay, wir gucken weiter. Hey, alles klar. Hör mal auf jetzt gleich. Du sollst nicht battlen und nicht bei der Crowd hier schleimen. Ja, rest in peace, Maris, das weiß jeder hier. Und du siehst aus wie ein ISIS-Anhänger hier. Guck dich einfach mal an. Alter, ich komm nicht klar. Du hast Bon Taggy besiegt. Du warst im Bon Taggys Arsch mit deiner Zunge. Ey, yo, ich bin nur ein kleiner Junge. Aber gib ich dir vor laufender Kamera jetzt meine Wumme. Change. Die Fresse, Alter. Ja, du bist mies hart. Ja, du bist ein kleiner Junge. Dicker Real Talk. Aber ist ja easy, weil ich nicht am Ende des Tunnels sehe. Ich sehe hier nur eine kleine türkische Pummelfee. Also halt die Fresse, ich sag jetzt hast du. Das ist offiziell der erste Kanacke ohne Bartwuchs. Also halt die Backen, Alter, hör mal die Meute. Halt die Fresse, Alter, ich häute dich heute. Hey, ich bin Türke, ich bin jetzt dick hier am Floh. Ich bin Türke, esse Bratwurst, Digga, Integration. Nein, das mach ich nicht, ich trinke auch noch Bier. Ficke deine Mutter, Digga, denn ich muss mich integrieren. Und ich weiß, Mann, du bist ein dicker Loser. Er kommt aus Köln, aber ist denn von Fortuna? Digga, was ist mit dir los? Guck dich einfach doch mal an, Digga, du bist hier nicht mein Bro. Ja, okay, jetzt an die Line mit, er kommt aus Köln und ist Fan von Fortuna. Er hat doch mal da gespielt in der U19. Echt? Ja, hat er doch erzählt, als der meinte, was weißt du denn schon über mich? Ach so, okay, der stimmt. Der hat doch in der A-Jugend oder so da gespielt, stimmt, bei Fortuna. Stimmt, stimmt, stimmt. Du fickst meine Mutter, aber ich bring deine Mutter um. Er nennt das Sex. Und wir nennen das Musterung. Ja, Mann, Alter, es gibt Bars in den Arsch, also die Fresse, Alter. Digga, mach hier keinen auf Last. Ja, du merkst, ich bin in Fahrt, Alter, ich bin übelst in Rage. Weil willst du mich paddeln, Alter, ich spar dir die Blamage. Ohne Spaß, Alter, Digga, hör mal auf die Leute. Sowas wie den habe ich als Stevie betreut, ey. Aus! Mach mal lieber die Beine aus und gebt euch Respekt. Tschüss. Okay, tschüss. Ich muss sagen, es war sehr, sehr unterhaltsam. Ja, von beiden sogar. Ne? Von beiden sehr, sehr unterhaltsam. Hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ne? Was sagt, also ich finde erstmal, beide waren sehr, sehr stark. Ne? Ja, ehrlich. Ich fand Cynic einen Ticken stärker. Ich sag mal so, ne? Mudo hatte gute Punches, aber der hat Cynic immer so eine Vorlage gegeben. Ja, ja. Und Cynic hat immer so die Vorlage genutzt und Tor gemacht. So, ganz einfach. Ich denke mal, Cynic wird das Ding gewonnen haben, aber beide waren auf jeden Fall stark. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich das anzugucken, ja, Digga. Safe. Ihr habt das jetzt in der Hand, ihr könnt das wieder entscheiden, das Gremium, guckt euch auf die Hände. Zeigt mir mal rein, wie der hier angefangen hat mit seinem Bars für Mudo. Bitte schön das Licht anmachen, nicht vergessen, danke. Zeigt mir mal rein, wie der nachgelegt hat hier diese Battle für Cynic. Das Gremium hat keinen Einwand, herzlich willkommen im Halbfinale Cynic. Okay, sehr, sehr nice und absolut verdient. Heute kein M-U-R-U, ne? Ja, stimmt, Alter. Nicht einmal hat er seinen Namen buchstabiert. Krass. Ich weiß gar nicht, war der Bruder an dem Tag vielleicht krank?
Wir wissen es nicht, Freunde. Schreibt es gerne in die Kommentare. Nein, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Da würde uns auf jeden Fall über Batterien freuen. Und ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.